weil die Nazi in letzter Zeit gespielt hat, als könnte ihre Stern so nicht an der Euro 08 aufgehen, hat sie ihren Hirt, den Köbi, in einer kleinen Hütte in einem verschneiten Wäldli zusammengezogen. Die Besten spielen für die wenigen Besten, also die meisten, ein Krippenspiel, um den Gruppengeist zu stärken. Die auftreten, kommen 100 Franken Prämie über. Und wenn die Aufführung ein Erfolg wird, gibt es nochmal einen Franken drauf. Für diesen Franken hat die Delegation aus Zuberbühler, Frey und Magnin tagelang verhandelt. Und jetzt sind wir gespannt aufs Krippenspiel. So, ich verteile schnell die wichtigsten zwei Rollen. Weitere Rollen tut der Verband vielleicht bewilligen. Hakan, ja, du machst die Maria, das passt wegen der langen Haare und der Tendenz zum Ränzli. Zubi, du bist der Josef, weil du viel Erfahrung hast, wenn dir einen ein faules Ei ins Nest legt. Ja, das ist total gut. Ein Engel hat zu der Schwangeren Maria und dem Josef von Lazareth fantastisch wegen der vielen Verletzten gesagt. Herr Gott hat mir Folgendes gesagt. Jetzt sei ich im Souverän und der Maria, sie soll ihr Kind Jesus taufen. Ich möchte auch mal noch etwas sagen. Da hat der Blocher ausnahmsweise mal recht. Wie üblich bei Fußballer ist die Maria trotz der relativ einfachen Anweisung nicht ganz daraus gekommen. Aber weil der Kaiser das gewünscht hat, haben alle jetzt müssen wegen einer Volkszählung an Geburtsort zurückgehen. So marschieren auch Maria und Josef trotz beschwerlicher Schwangerschaft Richtung Bethlehem. Dort haben sie wegen dem VCS keinen Unterschlupf gefunden bei seinen lieben Anwohner auf seinen Stall verwiesen hat. Dürft mir da schlafen? Da oben ist mein Speicher. Da könnt ihr einfach nach die Richtung. Nein, ich spiele gar nicht mit. Wuschu, fertig auf dem Bänkli. In den frühen Morgenstunden hat die Maria ein Kind auf die Welt gebracht. Sie sind so arm gewesen, dass sie sich gar keinen Namen haben können leisten. In der Umgebung ist der Hirten Engel erschienen. Ja, fantastisch. Ja, es hat ein Kind gegeben. Wie gesagt, sie sollen es anschauen. Im Stall zu Bethlehem haben sie fantastische Fanzone mit fantastischem Public Viewing eingerichtet, hat er gesagt. Alex, kannst du schnell noch die Fanzone-Gebühr einzahlen ins Kässeli von der UEFA? Ja sicher, Herr Kuhn. Der Kapitän ist für die Mannschaft und sein Trainer da. Danke. Weil die Hirte mitten im fantastischen Hitzfeld nichts zu tun haben, sind sie mitgekommen, um den Knopf anzuschauen. Komm, Lämmli, wir gehen eins schauen. Bäh!
Göcka und bring dem Vogel da aus noch ein bisschen Futter, sonst tätscht er mir noch eins. Über Nacht hat ein Stern Kasper, Melchior und Balthasar den Weg gewiesen. Sie haben das Christkind mit Weihrauch, Mirre und Gold reichen beschenkt. Und weil das die ganze Zeit giekset und gackset hat, haben sie ihm endlich einen Namen gegeben. Gigax. Shizzle in his ear. Snoop Dogg, he's got shizzle in his ear. My homie's got shizzle in his ear. He's got shizzle in his ears. My homie's got shizzle in his ears. For real, for real.